Hallo, meine wundervollen Seelen. Herzlich willkommen zur Tagesenergie für Sonntag, den 14. Wir haben schon den 14. 4.2024. Und ich mische hier von Rider-Waite, das die Tarotkarten. Es ist eine allgemeine Legung, ihr Lieben. Das kann auf dich zutreffen, das muss es nicht. Und ich schaue immer von einer Frau, die auf einen Herrn schaut. Wenn das bei euch anders ist, dann macht es bitte passend. Also bei mir heißt es immer, mein Zuseher, meine Zuseherin ist immer die Dame und der Gegenüber ist der Herr. Das ist dein Gegenüber, das ist der König der Stäbe. Die Stabkarten sind immer die Macherkarten und das ist die Arbeiterkarte. Hier sind schon sechs, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Münzen bearbeitet. An der siebten ist er dran und die achte liegt noch da. Das macht er. Und jetzt schauen wir mal rein. Wo schaut er denn hin? Das sehen wir gleich. Wir haben mit den fünf der Stäben, das ist die Kampfkarte. Wir haben den Eremit und wir haben die acht der Schwerter. Das ist das selbstgemachte Gedankengefängnis. Und zwar kann ich euch das genau erklären. Ich sehe nämlich, ihr wisst, ich arbeite mit Visionen. Ich sehe diese Frau von hinten und von hinten sehe ich, dass sie diese Fessel in die Enden der Fessel in ihren Händen trägt oder festhält. Sie müsste nur ihre Hände öffnen und dann fällt diese Fessel zu Boden. Dann hat sie die Hand frei, die Hände frei, um sich die Augenbinde wegzumachen. Und dann sieht sie, dass sie im Grunde nur einen Schritt nach vorne gehen muss, um aus diesem Gedankengefängnis rauszukommen. Hier ist niemand gefangen. Hier hält sich jemand selbst gefangen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und das in der Wahrnehmung. Und hier haben wir mit dem Eremit, das ist der Rückzug. Hier hat sich jemand komplett zurückgezogen. Und wir haben zwei Karten, die wir jetzt genau beleuchten müssen. Einmal, wo schaut der Eremit hin? Und wo schaut hier der König der Stäbe hin? Wir gehen dafür mit der weißen Eule in die Herzebene. Da haben wir sie, der Reiter. Es ist nicht die Blickrichtung des Königs. Das ist hier. Wir haben die Störche, die Schlange und wir haben den Turm. Der Turm im Lennon ist immer der Rückzug. Es ist, kann auch die Selbstständigkeit sein, aber es ist in jedem Fall wie der Eremit im Tarot, der Rückzug. Und er schaut auf die Schlange, er schaut auf die Umwege, er schaut, die Schlange zieht aber diese Veränderung an, die positive Veränderung. Also hier geht es darum, dass wirklich die eine Energie, es geht nie um die Karten, ihr Lieben, es geht um die Energie der Karten. Hier spielt die eine Energie mit der anderen. Er beobachtet die Schlange. Die Schlange zieht die Veränderung an und die Veränderung, die positive Veränderung hat Nachwuchs bekommen. Der eine Storch bleibt im Nest und der andere fliegt weg, kommt aber immer wieder, weil er die Verantwortung sieht und spürt und lebt für den Nachwuchs. Und das hat mit diesem Kampf zu tun. Hier hört jemand auf, innerlich. Ich habe ganz viel Wut in mir. Wut über, ich weiß es nicht. Also vom Gefühl her fühle ich nur die Wut. Ich fühle aber nicht den Grund der Wut. Und genau das ist dieses selbstgemachte Gedankengefängnis. Vielleicht hat es einen Grund, diese Wut zu haben. Aber ihr wisst, in der spirituellen Welt ist es so, dass alles einen Grund hat. Auch der Grund der Wut. Es ist dir geschickt worden, damit du etwas daraus lernst, damit du siehst und erkennst, dass es auch andere Wege gibt, aus dieser Wut rauszukommen. Und das kommt jetzt hier in die Veränderung. Und zwar der Reiter, und das ist mir noch gar nicht aufgefallen, der liegt auf dem Kopf, ihr Lieben, der reitet in das Herz, in die Herzebene rein.
Die Schlange hat fast die gleiche Form wie diese Fische. Die Fische stehen für die Gefühle. Und hier jongliert jetzt jemand mit dieser Energie. Bleib ich da, wo ich bin? Oder ändere ich mich? Verändere ich mich in diese positive Veränderung? Ich nehme hier von Fisch da die Kipperkarten, die mystischen Kipperkarten, ihr Lieben. Und dann schauen wir mal. Okay. Also, Kummer und Widerwärtigkeiten, Arbeit und Beschäftigung, der angenehme Brief, ein langer Weg. Und jetzt, das ist die Karte, die unten drunter ist, wo der König reinschaut. Unverhofftes Geld. Unverhofftes Geld hat mit Geld überhaupt nichts zu tun. Es geht hier um die Plötzlichkeit. Die Plötzlichkeit, dass hier auf einmal dieses Feld abgesenst wird und der Untergrund zum der zeigt sich. Ich habe hier in einem Feld, wisst ihr selbst, sind ganz viele Mäuse. Die Mäuse sind nicht zu sehen, weil alles groß gewachsen ist. Und hier senst jemand das weg, damit das, was darunter ist, dieser Kummer und diese Widerwärtigkeiten, dieser Kampf, dieses selbstgemachte Gefängnis, das zeigt sich dann. Weil hier mit Arbeit und Beschäftigung jemand daran arbeitet, beziehungsweise arbeiten lässt. Und dann kommt hier mit dem angenehmen Brief der Freifahrtschein zu einem langen Weg. Ich habe hier ganz deutlich, dass diese Schlange, diese Umwege, das kann eine dritte Person sein, ihr Lieben. Ihr wisst, das ist, wie ich sagte, eine allgemeine Legung. Das heißt, bei dem einen ist es so, bei dem anderen ist es so. Diese dritte Person will unbedingt diese Veränderung vermeiden oder tut alles dafür, dass es nicht in Gang kommt. Aber schaut euch an, der Reiter ist unterwegs, der ist unterwegs in diese Herzebene. Der Kampf, das Gefängnis, dieses selbstgemachte Gefängnis. Ich habe das Gefühl, dass diese Schlange genau hier diese Fessel ist. Und dennoch hältst du selbst die Enden in der Hand. Mir kommt rein, es kann für jeden anders sein, aber mir kommt rein, dass man hier in einer Beziehung ist, die man lange nicht mehr will. Dass man Sehnsucht hat nach jemand anderem, nach jemandem, den du vielleicht schon mal kanntest. Und das ist der Eremit, der hier sich zurückgezogen hat aus dieser Verbindung und immer Sehnsucht hat nach dem Alten, nach dem Anderen. Und diese Schlange ist aber die dritte Person, ist die kann auch die Energie der Umwege sein. Der Umwege hier in die Trennung, aus der Trennung heraus. In jedem Fall haben wir hier diese Trennung spielt eine ganz große Rolle. Sie ist eine kleine Karte. Ich weiß, das ist jetzt optisch, aber tatsächlich empfinde ich diese Turm auch nicht als so groß, als so riesig. Er ist aber am Ende des Herzens. Und da kommt jetzt was ins Fließen. Es ist, wir haben irgendwo die Karte des Gefängnisses und drumherum ist das Wasser und drumherum fließt es. Und genau das sehe ich hier. Obwohl dieser Turm wirklich nicht groß ist, hat er aber, ist er übermenschlich groß in dieser Legung hier, weil er genau hier diese Energie hält. Er hält dich im Gefängnis. Ganz bewusst. Narzissten, die machen das gerne. Die sagen, ach, das kannst du sowieso nicht, dann lass das doch gleich. Oder du kannst doch gar nicht von mir weggehen, du kannst doch gar nicht alleine leben. Das ist ein Spruch, der ist hier, oh, ganz groß, ganz deutlich höre ich ihn. Was ich auch höre, Menschen wie du können froh sein, dass Menschen wie ich überhaupt mit dir sich abgeben. Leute. Das hast du nicht verdient. Schau mal, ob du nicht deine Hände öffnen kannst. Ob du sie nicht öffnen kannst und diese Fessel, diese Schlange einfach loslässt. Ich weiß nicht, wer das hier ist. Also in meiner Legung bist du das hier und das hier ist dein Gegenüber. Es kann aber auch sein, dass es genau andersrum ist. In jedem Fall, egal ob du in dieser Energie bist, hier haben wir auch die Arbeit, hier haben wir die Arbeit. Oder ob du in dieser Energie bist.
Es ist beides nicht gut und es ist beides nicht gesund und es ist vor allen Dingen beides nicht lebenswert für dich, egal in welcher Energie du bist. Es gibt Möglichkeiten, da rauszukommen. Es gibt Möglichkeiten, Möglichkeiten zu jonglieren, anzuschauen, was denn für dich in Frage kommt und dann das Richtige zu wählen. Und es gibt kein richtig oder falsch. Das, was für dich richtig ist, ist für jemand anderen falsch und andersrum. Mach das, was dir gut tut. Nimm diese Fessel, öffne die Hände und lass die Fessel fallen und nimm diese Augenbinde runter. Und dann schaust du dich mal um. So wie der Eremit nach unten schaut, schau du dich bitte mal um und schau, dass du rausgehen kannst. Dass es an dir liegt und das will ich ganz deutlich machen, es liegt immer an dir, aus diesem Turm herauszukommen. Und du siehst, wenn du die Augen wieder, wenn du die Augenbinde weg hast und du kannst wieder sehen, dann siehst du dein Gefängnis, dann siehst du die Trennung ganz klein. Aber ich sehe, dass sie immer größer, 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 größer wird. Das heißt, wenn du einmal angefangen hast, hier etwas deutlich zu sehen, dann gehst du deinen Weg. Dann geht es auch ganz schnell. Schlag auf Schlag, habe ich das Gefühl. Und dann bist du diejenige, die hier in diesem rosa Kleid auf der Terrasse sitzt und du gibst diesen Brief weiter. Hier habe ich nicht das Gefühl, dass du diese Nachricht bekommst, sondern du gibst diese Nachricht. Und es gibt hier einen Boten, der die Nachricht weiterbringt, dass du jetzt deinen Weg gehst. Und dass es ein langer Weg ist und dass er ein guter Weg ist, der hier frei gemacht wurde, weil du deine Hände geöffnet hast. Und dein Gegenüber schaut, der muss praktisch zuschauen. Und er hat so hart daran gearbeitet, dich so zu halten. Wirklich wie im Gefängnis zu halten. Ich finde, das ist eine sehr, sehr starke Energie. Was ich aber auch finde, sie ist mal anders und sie gibt den Blick auf dich frei. Was ich auch sehe, ist, das ist mir noch nie aufgefallen. Zum einen ist hier hinten eine Burg. Das ist der Turm von hier. Das heißt also, du bist in dieser Trennung schon lange, lange drin. Aber viel wichtiger ist dieses rote Kleid. Rot steht für die Leidenschaft. Deine Leidenschaft ist gefesselt. Deine Leidenschaft ist im Schacht gehalten, damit du deine Leidenschaft nicht ausleben kannst. Leute, hier habe ich richtig Schmerzen, wenn ich diese Karte sehe. Und du bist aber in der Energie. Ich sehe das nur, beziehungsweise ich spüre die Frau nur von meinem Platz jetzt hier aus. Aber du steckst in dieser Energie. Lass es ins Fließen kommen. Lass dieser Turmmoment, auch wenn es der Turm im Tarot hat eine ganz andere Bedeutung wie im Lenormand. Der Turm im Tarot ist wirklich der Zusammenbruch von allem. Dein ganzes Leben bricht zusammen. Der Turm im Lenormand bedeutet die Trennung, der Rückzug, wie der Eremit, der Rückzug. Er bedeutet aber auch die Selbstständigkeit. Und hier geht es nicht um den Beruf oder das Geschäftliche. Selbstständig bedeutet hier in diesem Falle, selbstständig zu leben. Auch wenn man dir immer wieder gesagt hat, ach, das. Du kannst ja gar nicht dich von mir trennen, du kannst ja gar nicht alleine leben. Doch, du kannst selbstständig leben. Wenn es ein bisschen chaotisch ist, na und? Es ist dein Leben, es ist deine chaotische Situation. Das hat doch mit niemand anderem zu kümmern. Schau mal, ob du selbstständig leben. Nein, das ist falsch. Du sollst nicht schauen, ob du selbstständig leben kannst. Schau mal, ob du den Schritt wagst in die Selbstständigkeit. Und dann schickst du ihm hier diesen Brief. Du machst ein Herzchen drauf und du sagst ein Dankeschön. Es war eine schöne Zeit mit dir, aber die ist vorbei. Befreie dich, öffne die Hände. Und das ist der Titel meines Orakels. Öffne deine Hände. Habt einen schönen Sonntag, ihr Lieben. Macht's gut. Ciao.